Hallo Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen im Textilatelier bei Faser und Stoff. Ich bin Melanie Bürgemeister und bei mir soll es heute um historische Kleidung gehen. Wie immer. Allerdings machen wir heute einen Sprung viel näher an die Gegenwart und gucken uns mal etwas aus dem frühen 20. Jahrhundert an. Auf geht's! Ich habe mir das Schnittmuster von American Duchess besorgt, das kostenlos online erhältlich ist, für das 1910 Wrap Cape. Und dieser halblange Mantel hat seine Besonderheit darin, dass er vorne gewickelt werden kann und damit vielleicht auch ein bisschen wärmer ist, als es ein einfacher Umhang wäre. Die Idee zu dem Mantel von heute hatte ich vor kurzem mit der lieben Nora von Cat & White. Wir hatten uns auf Instagram über einen Kurzmantel aus dem 15. Jahrhundert unterhalten, von dem ich ein Foto gepostet hatte und meinten beide, sowas fehlt unserem modernen Kleiderschrank noch. Also hatten wir uns überlegt, ob wir nicht irgendwie ein Projekt draus machen wollen. Und weil persönliche Treffen momentan mit Corona ja nicht möglich sind, dachten wir uns, wir könnten vielleicht ein digitales Austauschprojekt draus machen. Und das hier ist meine Hälfte des Ergebnisses. Noda wird auch ein Video posten. Den Link dazu findet ihr noch da oder da. Und wenn ihr noch mehr Cape-Content sucht, verlinke ich euch auch noch das Video von Bernadette Banner, das für uns beide so ein bisschen die Inspiration war. So viel also zu meiner Erzählung vorneweg. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Willst du ein Probeteil machen oder nähst du drauf los? Ich bin immer der drauf los Nähtyp und nachdem das, wie gesagt, nicht eng ist. Wichtig ist, dass alles reinpasst vorne und die Schultern reinpassen und die Darts, also die Abnäher, dann vernünftig sitzen an der richtigen Stelle. Ne? Das ist auch das einzige Maß, das ich jetzt genommen habe, quasi von der Schulter über die Brust bis nach hinten in den Rücken, um ungefähr zu wissen, was ich glaube, wie lang es sein soll. Welches Nähgarn nimmst du? Wenn du Wollstoff nimmst, aber mit der Maschine nähst, wirst du wahrscheinlich herkömmliches Maschinengarn nehmen, oder? Ja. Da gehe ich dann ein bisschen mit der Zeit und nehme passendes. Ich nähe normalerweise immer, wenn ich die Maschine benutze, mit Gütermannseide. Also du wirst mich nicht mit einem Polyesterfaden erleben. So, ich glaube, ich werde mir gleich mal was zu essen machen. Macht es sich überlegbar, das ist schon 5. Wenn ich noch anfangen will, sollte ich das jetzt tun. Ich habe mir da noch was überlegt. Bei diesem Schnittmuster ist keins zum Ausdrucken in 1:1 Größe dabei. Ich habe nur einen Schnittplan und die Angabe, dass hier so ein Kästchen, sieht aus wie diese klassischen Karo-Papierkästchen, dass ein solches Kästchen 1 Inch bzw. 2,5 cm darstellt. Und darauf basiert dann der Schnitt. Es sind auch nur 2 Seiten, das hier. Und das etwas aufregendere Teil hier. Ich habe mir ja durch die mittelalterliche Kleidung eine ganz andere Arbeitstechnik angewohnt. Und ich glaube, die versuche ich mal umzusetzen. Und zwar habe ich mich hingesetzt und habe diese ganzen Größen umgerechnet. Also sprich, ich habe sie mit dem Metermaß hier rausgemessen anhand der Vorgabe, was es sein könnte. Und hoffe jetzt, dass mein Maß einigermaßen stimmt. Und ich werde das Ganze jetzt eher so als Rechtecke und Dreiecke, so wie ich es sonst immer mache, aufzeichnen und versuchen, die Kurven einigermaßen nachzuempfinden.
Ich bin gespannt, ob es klappt oder ob es völlig schief geht. Und jetzt halt hoffe ich, dass meine Rechnungen und mein grobes Planen zu einem Ergebnis führen, dass ich dann am Ende vielleicht noch ein bisschen korrigieren muss, aber das zumindest irgendwie passt. Schauen wir mal. War ich gerade echt am Zweifeln. Ich hatte auf meinem Plan 80 cm und komme aber nur auf ein Maß von 66, 67. Ich habe nochmal geguckt. Diese Maßangabe, wie ich es in Zentimeter umrechnen soll, ist nicht 0,5 mm, sondern 0,6. Das heißt, ich hatte hier auf dem, was mir den Maßstab angibt, auf dieser kleinen Vorgabe, den falschen Wert. Es sind gar nicht 0,5, die ich alle Längen mal nehmen muss, oder durch die ich es teilen muss, mal 2,5 cm, um auf den realistischen Wert zu kommen. Es sind 0,6 und bei den längeren Stücken kann es durchaus einen wichtigen Unterschied machen. Ich habe jetzt nochmal nachgemessen. Es sind 0,55 und ich glaube, ich ziehe das jetzt einfach durch, wie es ist. Mojito? Willst du da liegen bleiben? Ja? Na, leg dich hin. Ja, ich arbeite einfach außen um dich rum. Gestern Abend habe ich noch den kompletten Zuschnitt fertig gemacht und heute geht's endlich ans Nähen. Ich habe jetzt gerade so die ersten ein, zwei Anprobierversuche gemacht und ich bin echt nicht zufrieden.
wenn das Ding soweit zu ist, wie es zu sein soll, nämlich bis hierhin, dann habe ich, sobald ich den Arm heb, hier oben eine Riesenmenge Stoff, die irgendwie so ein bisschen komisch da liegt. Und wenn ich jetzt diese Wickel nehme und versuche zu drapieren, jetzt geht es hier natürlich auch gleich auf, weil es nur gesteckt ist. Zack. Wenn ich also die Wickel nehme und versuche das hier so zu drapieren, dann zieht es am besten in die Richtung. Ich brauche es aber für die Taille hier. Und wenn ich es da haben will, dann habe ich hier oben auch wieder unschöne Falten. Und was mich gerade wahnsinnig macht, ist, der Zug hier zieht immer an der Schulter. Und zwar nicht oben, sondern hier außen am Arm, sodass ich immer den Wunsch habe, es weiter nach vorn zu werfen, bis irgendwann die Schulternähte hier vorne hängen. Das macht mich gerade nicht glücklich. Jetzt bin ich am Überlegen. Es ist auch sehr kurz, was ich aber eigentlich gut finde. Ob ich es nicht ein bisschen abwandle. Ich mag die Abnäher hier vorne total und bin am Überlegen, ob ich es vielleicht einfach gerade fallen lasse. Dass ich hier vorne nur mit einer Schmucknadel oder auch mit gar nichts das Ganze nach vorne hängen lasse und habe hier die Schlitze für die Hände, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Und damit bin ich dann fertig mit dem Wrap Cape oder eher nicht Wrap Cape. Ich habe ja doch ganz schön was geändert. Die Breite hier vorne, die Art des Verschlusses. Ich habe einfach nur den Kurzmantel draus gemacht, der offen hängt und habe diese Wraps eigentlich nur als Deko an der Front oder als so ein bisschen Wärmepart vorne benutzt. Es ist auf alle Fälle inspiriert von dem Schnittmuster von American Duchess zu dem 1910er Wrap Cape. Es ist kürzer, deutlich kürzer, weil meine Maße nicht ganz gestimmt haben.
Es hat ein bisschen eine andere Optik jetzt im Ganzen. Ich habe auch den Kragen hinten noch weggelassen, weil ich es einfach so ein bisschen moderner fand und ich will es ja zu modernen Kleidung im Alltag tragen. Das ist also meine Variante, mein Beitrag zum Hashtag ADCapeCult. Und er ist sehr frei interpretiert, ich weiß. Ich finde aber, es ist trotzdem eine interessante Version und vielleicht bringt es euch auch was zu sehen, wie man im Näheprozess nochmal was abwandeln kann, wenn was nicht so klappt wie geplant. Was bei mir definitiv nicht geklappt hat, war mir die Größen nur rauszumessen. Die haben nicht gestimmt, ich hätte es ein bisschen breiter gebraucht und ich glaube auch, die Länge ist bei mir um einiges kürzer, als es gedacht war. Mein wichtigster Tipp, wenn ihr ein Schnittmuster habt und es nachnähen wollt, druckt's aus in Originalgröße. Es ist so viel einfacher. Ich hätte mir so viel Denkarbeit, Überlegungen etc. sparen können, hätte ich gewusst, dass die Größen mit Sicherheit die sind, wie sie geplant waren. Dann hätte ich nur noch auf meine Figur anpassen müssen, mit ein bisschen mehr Weite. Und vielleicht wäre auch ein Mockup ganz gut gewesen, obwohl es so ein einfaches Stück ist. Ein Cape ohne Großfigurschnitt. Aber wir haben trotzdem die Schulterweite. Wir haben die Wicklung um die Brust, die wirklich ein bisschen tricky ist, dass ihr den Winkel nicht zu steil habt, sondern eher schräg rüber, damit es eben schön rumgeht und dann in der Taille sitzt. Das war so mein Hauptproblem damit. Deswegen war ich zwischendurch auch sehr, sehr unglücklich und bin dann auf die Variante gekommen, die definitiv was anderes ist, als ich dachte, aber die eigentlich doch was ist, was mir auch sehr gut gefällt. Und es ist vielleicht auch ein bisschen kreativ, es ist definitiv ein Unikat. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr mir noch einen Daumen hoch da lasst, meinen Kanal abonniert, falls ihr den bisher noch nicht abonniert hattet. Ich blende euch hier auch noch ein, zwei andere interessante Videos von mir ein und freue mich, dass ihr dabei wart. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei euren Projekten und wir sehen uns wieder im Textilatelier bei Faser und Stoff. Bis dahin! Geht das so? Vielleicht sollte ich mal Outtakes drehen. Wollt ihr Outtakes? Nochmal. Ich möchte heute einen Sprung in die. Auch heute soll es um historische Kleidung gehen. Ob das klappt, sehen wir noch. Was will ich denn noch sagen? Und hoffe, dass es gut wird. Nein. Ich glaube, der war gut. Ich glaube, der war gut. So, und da bin ich wieder. Starten wir mit zwei. Machen wir Feierabend? Machen wir Feierabend. Ich sehe nichts mehr, ich habe ins Licht geguckt. Bis dahin, tschüss!